Okay, a very warm welcome from my side. Hallo, herzlich willkommen. Ich glaube, wir können jetzt starten. Ich habe gerade das grüne Licht bekommen. Ganz herzlich willkommen zu diesem Workshop am Sonntag zu Gedanken zu Decolonizing Aid. Wir haben heute simultan Dolmetscher. Und Sie können sich die Sprache aussuchen, indem Sie auf den kleinen Globus unten auf Ihrem Bildschirm klicken. Und da sollten Sie in der jeweiligen Sprache sowohl Indonesisch, Deutsch und Englisch folgen können. Und nachdem ich das jetzt gesagt habe, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Andrea Steinke. Ich arbeite am Center for Human Heritage and Action in Berlin. Ich beschäftige mich mit kolonialem Erbe an verschiedenen Disziplinen. Ich forsche zu humanitärer Hilfe in Haiti und beschäftige mich auch mit der Kooperation zwischen Süden und Süden und beschäftige mich auch mit humanitärischer Hilfe, auch im Bereich der Klimakrise. Vielen Dank, dass Sie mich zu dieser Session eingeladen haben. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier zusammen mit Tamam sein darf. Das ist bereits der dritte Teil einer ganzen Reihe von Dialogen, von Veranstaltungen, die in dieser Reihe stattfinden, die Medico zusammen mit den Partnern organisiert hat. Im ersten Teil haben wir uns die Entwicklung und Hilfe im Haus des Herrn angesehen, Kapitalismus, Heteropatriarchat und Rassismus. Das war so die Grundlage für die Sessions, die danach kommen sollten. Alles wird aufgezeichnet und wird dann auf der Webseite veröffentlicht, sodass man sich das noch einmal anhören kann und so dass Sie sich auch die früheren Sessions noch anhören können. Letztes Mal hatten wir den Garten des Masters, also grüner Kapitalismus und seine Überschneidungen mit Neokolonialismus. Die Links werden hier im Chat veröffentlicht zu den Aufzeichnungen. Und nun können wir zu unserer heutigen Session übergehen. Der Titel ist Sein guter Wille, neue Formen der humanitären Hilfe. Und da würde ich gerne 2 oder 3 Minuten eine Einführung geben und dann starten wir mit Tamam. Ich habe den Eindruck, dass das humanitäre Haus brennt, sowohl im Wortsinne als auch figurativ. Und der Sektor und Organisationen in dem Sektor werden von Skandalen überschattet. Das sind Probleme im humanitären Sektor. Es wird versucht, sie zu dekolonisieren, insbesondere in den MSF, die Ärzte ohne Grenzen. Da gibt es einige Bemühungen. Darüber werden wir auch später noch sprechen. Und hier werden Probleme im Verhalten angesprochen. Es gibt indirekte Komplizenschaft in diesen Systemen mit Machtstrukturen, die dafür verantwortlich sind, dass verschiedene humanitäre Krisen auftreten. Gleichzeitig ist der Humanitarismus und die humanitäre Hilfe durch die Klimakrise auch in eine weitere Krise geraten. Da entsteht eine Spirale, die droht, außer Kontrolle zu geraten. Insgesamt stellt sich die Frage, welche Vision wir eigentlich verfolgen und wie ein dekolonisierter Sektor aussehen könnte. Was ist denn eigentlich die Dekolonisierung und was ist das Narrativ dahinter? Was ist der Rahmen, die Denkweise, eine politische Identität in der Praxis? Und als ich die Session vorbereitet habe, habe ich mich daran erinnert, wie ich vor mehr als einem Jahrzehnt angefangen habe, meine Doktorarbeit zu schreiben. Da hat ein Kollege von mir vom Lateinamerikanischen Institut mich lateinamerikanischen Denkern vorgestellt. Und die haben sich auch mit diesem Dekolonialismus beschäftigt. Und ich
bin auf sie zugekommen und habe sie über die dekoloniale Perspektive befragt. Und ich weiß noch ganz genau, wie diese Kollegin mir sehr freundlich erklärte, dass Dekolonialität nicht etwas ist, das man für bestimmte Kapitel in seiner Doktorarbeit einfach ein- oder ausschalten kann. Das war für mich ein sehr erleuchtender Moment. Und das ist vielleicht auch etwas, das uns heute helfen kann, über unsere Aktionen nachzudenken und dabei unsere Gedanken in die Praxis umzusetzen. So, wenn wir immer um diese Narrative kreisen, kann das hilfreich sein. Und dann möchte ich gerne Tamam vorstellen und ihm die Möglichkeit geben, hier heute zu sprechen. Tamam Aludat ist ein Arzt. Er arbeitet für Ärzte ohne Grenzen. Er arbeitet auch in verschiedenen Forschungsinstitutionen für humanitäre Hilfe. Er ist der Präsident des MSF der Niederlande aktuell und vertritt einige andere Positionen. Er ist sehr involviert in der Diskussion um die Dekolonisierung. Und Tamam und ich haben uns auch zu diesem Thema in der Vergangenheit schon ausgetauscht, sehr intensiv über die letzten 2-3 Jahre ungefähr. Ein Hinweis möchte ich noch geben, bevor ich dann an Tamam übergebe. Noch einmal zum Format dieser Session. Es ist ein sogenanntes Fishbowl-Format. Wir wünschen uns also eine Diskussion. Wir wünschen uns, dass jeder die Möglichkeit hat zu sprechen. Tamam wird einen Input geben, ungefähr 20, 25 Minuten lang. Und wenn sich danach jemand zu Wort melden möchte, etwas kommentieren möchte, eine Frage hat oder was auch immer, dann könnt ihr gerne auf die Hand unten in den Bedienelementen klicken. Dann werden unsere Moderatoren im Hintergrund euch die Möglichkeit geben, per Kamera oder nur per Audio teilzunehmen. Und dann habt ihr die Möglichkeit zu sprechen und teilzunehmen an dieser Diskussion. Wir möchten also hier keine Frontalpräsentation halten, sondern wir möchten das so integrativ und partizipativ wie möglich gestalten. Jetzt möchte ich auch noch alle, mich selbst auch, daran erinnern, nicht zu schnell zu sprechen, da wir ja niemanden abhängen wollen, dass uns alle verstehen können, auch die DolmetscherInnen uns gut folgen können. Und so können wir es dann gewährleisten, dass alle in allen Sprachen gut folgen können. Und nun übergebe ich an Tamam. Vielen Dank, Andrea, für die Einleitung und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Es ist mir eine große Ehre. Ich möchte erst mit ein paar Thesen starten. Das erste ist die Spannung zwischen dem humanitären Sektor und den Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen. Und gleichzeitig die Gespräche außerhalb des Mainstreams. Es ist offensichtlich sehr schwer, sich hier verschiedene Hüte aufzusetzen. Ich bin natürlich der Präsident von Ärzte ohne Grenzen der Niederlande, aber ich spreche heute hier als eigene Person und nicht in dieser öffentlichen Rolle. Und das Zweite ist eine persönlichere These, um keine Sanktifizierung zu riskieren, möchte ich sagen, dass ich jetzt bereits seit 22 Jahren im humanitären Sektor bin und die meiste Zeit habe ich die meisten Probleme, über die wir heute sprechen, nicht anerkannt, nicht gesehen. Ich habe ungefähr 10 Jahre für die Rotkreuz-Rot-Halbmond-Bewegung gearbeitet und danach für Ärzte ohne Grenzen. Und hatte damals noch eine ganz andere Perspektive. Ich möchte mit den Schlussfolgerungen der vorhergegangenen Sessions beginnen. Es ist offensichtlich, dass wir heute nicht noch einmal darüber sprechen werden, was an der humanitären Hilfe problematisch ist. Es
In unserer kollektiven Geschichte gab es ganz viele Gespräche darüber, auch über den Kolonialismus, über die Politik und die Position als Moderatorinnen oder sagen wir als moderierende Macht in der Weltordnung. Und einige Menschen leiden unter den Auswirkungen dieser Weltordnung. Wenn wir das allerdings als Ausgangspunkt nehmen, dann führt uns das direkt zu zwei Themen. Das erste Thema ist die Frage, was tun wir jetzt? Dekonstruieren wir dieses System, das ein System des Patriarchats, des Kapitalismus ist und der kolonialen Hegemonie oder nicht? Und das allein ist schon eine problematische Frage. Das ist aber auch keine neue Frage. Rosa Luxemburg hat diese Frage bereits vor über 100 Jahren gestellt, 1899. Und wenn ich mich recht erinnere, nannte sie es den Geist des Kompromissmus oder etwas in der Art. Da ging es darum, ob die Partei reformiert werden sollte. Und sie versuchte mit ihrer Reform etwas zu verändern. Die einzige Möglichkeit war es, den Kapitalismus so weit auseinanderzubrechen wie möglich, sodass eine Veränderung möglich wird. Und sie fühlte sich in dieser Position recht wohl. Und es war der Plan, das System zu dekonstruieren. Aber hier stehen wir vor einem Problem. Wir haben einmal die Problematiken, die das System mit sich bringt. Und ich glaube, dass wir nicht weder physisch noch moralisch in einer Position sind, indem wir den bildlichen roten Knopf drücken können, der das System dann auflöst und aufbricht. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass es Millionen, Milliarden von Menschen gibt, die auf ganz verschiedene Art und Weise Hilfe erhalten. Es mag problematisch sein, ineffizient und nicht gut durchdacht in vielen Fällen. Aber wenn ich mir die Ergebnisse von Ärzte ohne Grenzen ansehe, dann sehe ich, dass wir in vielen Orten arbeiten, wo es gesundheitlich extrem schwierige Bedingungen gibt. Und wir helfen dort vielen PatientInnen. Persönlich habe ich hier ein Problem, und zwar das Folgende. Wir sind nicht in einer Position, in der wir sagen können, okay, es ist in Ordnung, wenn wir diese Hilfe nächstes Jahr nicht mehr den Menschen zukommen lassen. Es ist wichtiger, das System zu verändern. Ich glaube, dass es hier mindestens eine moralische Schwierigkeit gibt, wenn man das sagen würde. Wenn wir über das Kolonialsystem sprechen, dann ist es klar, dass es gewissen Schaden anrichtet. Aber es kann auch positive Auswirkungen haben. Wie gehen wir damit um? Die optimistische und häufig unrealistische Antwort ist, dass wir das System transformieren sollen. Diejenigen, die lange genug in dem System arbeiten, wissen, dass es diese Anstrengungen bereits gibt. Zum Beispiel 2015, 2016, da wurde global über die Auflösung von Machtstrukturen gesprochen. Jetzt, 8 Jahre später, hören wir über Jetzt erfahren wir 8 Jahre später, dass die Auflösung der Macht nicht stattfindet, nicht für die Menschen, die von Notfällen betroffen werden. Es gibt den Menschen, die Hilfe brauchen, nicht die Entscheidungsmacht. Die Entscheidungsmacht wird nicht aus der westlichen Bourgeoisie übergeben. Das gibt keinen Transfer in die Lokale, in die Bourgeoisie vor Ort. Die mit den Problemen, die sie vor Ort haben, täglich befasst sind.
Die Agenda der Lokalisierung, da gibt es ganz viele verschiedene Gedanken dazu. Ist es besser als das, was wir aktuell haben? Ja, in der Theorie schon. Aber wird es auch wirklich funktionieren? Da gibt es auch Zweifel. Was gibt es für andere Möglichkeiten der Reform? Es gibt schon seit einer Weile den Vorschlag einer Rechenschaftspflicht an gegenüber den Empfängern. Das ist eine der Ideen, die ganz groß klingen, aber es verfängt in der humanitären Debatte. Denn in Berichten und in Vorschlägen klingt es ganz toll, aber es lässt sich in der Praxis nicht umsetzen. Es gibt auch Gespräche über gute Spenden. Eine jüngere Generation von Menschen, die Hilfe in UK für diese Hilfe verantwortlich waren, haben hier Verknüpfungen zu Handelsverträgen und Ähnlichem geschlossen. Und es geht hier um die Deportierung von Geflüchteten, und zwar auch von qualifizierten Geflüchteten, die nicht einmal Asylsuchende, aber die xenophobische Rechte hat ein Argument gegen diese Bewegung gefunden. Das Problem mit der Reform, die durch diejenigen, die an der Macht sind, implementiert wird, ist immer, dass es darauf abzielt, die Macht zu erhalten, bevor es sich tatsächlich um die eigentlichen Ziele der Reform kümmert. Also wir haben hier einen Widerspruch, der sich nicht lösen lässt. Wir können das System nicht einfach zerstören, wir sollten es zumindest gut durchdenken, und wir können es nicht transformieren oder reformieren. Das müsste also ganz fundamental geändert werden. Nun legen wir diese Gedanken für ein paar Minuten zur Seite, denn ich möchte jetzt darüber sprechen, was wir tatsächlich versuchen anzugehen. Wenn wir über die Dekolonisierung der Hilfe sprechen, dann haben wir hier eine Schwierigkeit. Die Dekolonisierung hat einen eindeutigen Antagonisten. Es gibt ein mentales Bild eines Ergebnisses, das erzielt werden soll. Es gibt dieses Machtungleichgewicht, das abgeschafft werden soll. Wir stehen hier allerdings vor verschiedenen Schwierigkeiten. Takin Yang hatte im Jahr 2012 in einem Aufsatz, der Decolonizing is not a metaphor, Dekolonisierung ist keine Metapher, hieß, geschrieben. Menschen aus Nordamerika und von dem sogenannten Turtle Island haben das kommentiert. Das Problem ist, dass der Terminus Dekolonisierung, wenn er angewandt wird, dass es dann immer eine Beziehung der Unterdrückung ist. Die Menschen, denen das Land weggenommen wurde, und die Kultur, da kann die Abschaffung des Kolonialismus nur bedeuten, dass sie diese Güter zurückbekommen. Ich verstehe das komplett, aber ich würde doch anmerken, dass das nur eins von zwei möglichen Argumenten ist. Es stammt aus der andauernden Siedlungskolonialperspektive. Und diese läuft immer noch weiter. Kanada, Vereinigte Staaten, Neuseeland und so weiter. Die Menschen, die immer noch unter Siedlungskolonialismus leben, da würde die Repatriierung der Menschen, also die Rückgabe des Landes und der Rechte eine Dekolonialisierung bewirken. Aber die Menschen
und die Länder und so weiter, die vom Militär dekolonisiert wurden, also durch das Militär die dekolonialen Mächte abgeschafft wurden. Da gibt es ganz verschiedene Auswirkungen. Über die Jahre der Neokolonialismus, wie Andrea ihn bereits genannt hat, in der südamerikanischen Literatur, der Neoliberalismus, da fällt mir gerade der Name nicht mehr ein, des früheren Präsidenten. Das ist die andauernden, sind die Machtverhältnisse, die andauern. Das ist überall immer noch vorhanden. Die früheren Gewinner von Kriegen sind häufig noch an der Macht. Es gibt auch eine Weiterführung, auch innerhalb multilateraler Organisationen. Spender sind immer noch die Länder und die wollen weiterhin diese Dominanz ausüben über die ehemaligen Kolonien. Wir sprechen also über all das, was uns als entwicklungsgebende Institutionen angeht. Da geht es um Geld, was sie von Spendern bekommen. Oder andere Beispiele, Geld sogar von privaten Menschen. Und wir positionieren uns in diesem humanitären System. Im globalen Norden sind wir epistemisch beeinflusst, aber auch kulturell beeinflusst von den Werten, die wir als die Werte achten, nach denen man streben sollte im globalen Norden. Und wir haben eine unheimliche Konzentration auf diese entwicklungsgebenden Institutionen in 5 Ländern. Die USA, und da kommt das alles aus New York und Washington D.C. und 3, 4 weitere große Hauptstädte in Europa. Also haben wir eine Homogenität der Entwicklungshilfe per se. Und diese Einheitlichkeit produziert dann ja auch diese Übermacht eines imperfekten Systems von Demokratie und Menschenrechte, die als singulärer Wert erachtet werden. Diese Werte kommen von diesen Kulturen, von diesen Ländern und all das ist ja ein Produkt dieses Systems und das fließt ein in die humanitäre Hilfe. Wir haben also heute humanitäre Hilfe, die ein paar Thesen akzeptiert. Eine These ist, dass es Menschen gibt, die ein humanitäres Vorrecht haben und das ebenso ausleben können. Und die Auswirkungen sieht man. Also wir haben das Recht, Hilfe zu geben und die anderen kriegen diese Unterstützung. Wir haben das Recht, im Namen anderer zu entscheiden, welche Hilfe sie brauchen und in welchen Massen, welche Dimension. Und das weiter aufzubauen, können wir auch sagen, wir haben das Recht, Leben zu retten. Ernestine Redfield beschreiben dies als biologischer Imperativ, nur Leben zu retten. Und das bedeutet im Endeffekt, wie man das praktisch umsetzt. Also die Praktikabilität der Umsetzung von humanitärer Hilfe. Menschen, die die Hilfe bekommen, andere, die sie geben. Und hier gibt es, hier werden keine geografische, physische, kulturelle oder mentale Faktoren beeinflusst, inkludiert. Und das bergt einen Konflikt. Also wir geben zum Beispiel Moskitonetze, aber andere Dinge geben wir nicht aus. Wir helfen Müttern und Kindern, aber wir helfen nicht den Männern. Da hat man also auf der einen Seite der Verlust von Tatkraft bei den Menschen selbst. Nach Umweltkatastrophen können sie nicht selbst entscheiden. Sie verlieren ihr Hab und Gut, ihre Häuser. Sie verlieren aber auch die Möglichkeit, selbst Entscheidungen für sich zu treffen. Und das ist auch ein sehr entmenschlichender Prozess. Der zweite Punkt bedeutet, dass wir uns das Recht gegeben haben, zu entscheiden, wer leben darf, indem wir die Hilfe austeilen. Und damit entscheiden wir auch, wer sterben soll. Bemba hat das auch als Nekropolitik beschrieben nach dem Attentat auf das World Trade Center. Da werden Menschen aus ihrem Kontext herausgezogen. Und außerhalb dieses Kontextes entscheiden andere, wer lebt und wer stirbt.
Und somit bestimmt der eine, welche Bevölkerungsgruppen Hilfe bekommen und welche nicht. In der Medizin wird es dann von medizinischen Standards beschrieben, die annehmen, dass die westlichen Krankenhäuser der Leuchtturm schlechthin der medizinischen Fortschritte sind. Und dann werden solche Gebäude geplant in Ländern oder Regionen, die gar nicht die nötige Infrastruktur haben. Oder man beschreibt auch, wie man Hilfe bekommt, medizinische Hilfe, und wie diese Hilfe umgesetzt wird, wie Medizin umgesetzt wird. In diesem Rahmen denken wir dann, dass die Instrumente eben auch von uns vorgegeben werden dürfen. Wir entscheiden, wer lebt, wir entscheiden, wer stirbt, und denken, wir tun das in einem anscheinend nicht politisierenden Rahmen. Und wir akzeptieren in diesem Rahmen das politische System so, wie es ist, ohne es zu hinterfragen. Was könnten wir jetzt also tun? Wir könnten das hinterfragen. Wir retten Menschenleben und schicken sie zurück in die gleiche Not, die sie davor bereits hatten. Dann sterben sie in einem anderen Konflikt. Dann sterben sie in Gewaltkonflikten. Aber wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können beim Humanitarismus unterscheiden. Wir können sagen, die Entwicklung soll auch darauf abzielen, dass man in der Zukunft die Armut reduziert. Das wäre ein Zukunftsziel, aber es fehlt ein Schritt dazwischen, auch in medizinischen Begriffen gedacht. Wenn wir Kinderdiabetes versuchen, medizinisch anzugehen, sehen wir auch oft wichtige Dinge. Wir denken, das ist nur vielleicht jetzt das Symptom von Diabetes. Betischen Kindern. Wenn wir dann also jetzt mit Insulin kommen wollen, dann müssen wir auch einsehen, dass es in diesen Regionen auch keine Kühlschränke gibt, in denen man dann das Insulin kühlen könnte. Das ist so ein Infrastrukturproblem. Bei der Dekolonisierung von Entwicklungshilfe müssen wir einsehen, dass die Entwicklung per se Probleme hat. Es wird aber immer das Bedürfnis nach Hilfe geben. Humanitarismus wird nicht nur beeinflusst von kolonialen Attitüden oder patriarchalischen Strukturen. Es ist sogar darauf aufgebaut. Deswegen ist mein Vorschlag, dass wenn wir bei Dekolonisierung besprechen, wir eben auch das angehen müssen. Wir brauchen eine Form des Humanitarismus, der aufbaut auf Solidarität, wo wir politische, strukturelle, gesellschaftliche Status quo auch inkludieren und darauf aufbauen, dann Entwicklungshilfe anbieten, aber darauf abzielen, dass man auch die Entscheidungskraft der einzelnen Menschen unterstützt. Dass die Menschen für sich selbst wieder Entscheidungen treffen können und nicht wir für sie im Namen anderer. Dass man nicht nur die Machtstrukturen perpetuiert von oben nach unten und es somit dann auch immer wieder Dominanzstrukturen gibt. Es gibt nun oft einen Missbrauch von Entwicklungshilfe, wenn wir über Dekolonisierung sprechen. Hans Fernand zum Beispiel sprach darüber. Er sprach über die Legitimität von Gewalt unter anderem. Ich denke, aber diese Metapher sollten wir nicht ansetzen. Der Wunsch, den Menschen wieder die Entscheidungskraft an die Hand zu geben, dass sie selbst Entscheidungen treffen können für ihr Leben, über ihr Leben, das sollte das Oberprinzip sein, und darunter sollten wir die Entwicklungshilfe aufbauen. Und ich denke, das ist nicht unmöglich, diese Vision. Dafür bräuchte man eine Reform, die über die eigentliche Limitierung der bisherigen Diskussion hinausgeht. Nun, ich möchte hier erstmal ein
Punkt machen, eine kleine Pause einlegen und einen Raum eröffnen für Fragen. Vielen Dank erstmal, dass ich hier meine kleine Präsentation halten durfte. Ja, vielen Dank für den Input, für die Gedanken und Ideen. Und ich freue mich jetzt auch auf die Reaktion der Teilnehmenden, auf deren Ideen und wie man das Ganze jetzt weiterentwickeln kann. Wenn jetzt irgendjemand eine Idee mit uns teilen möchte, einen Vorschlag hat, dann bitte einfach mal die digitale Hand halten und dann werden wir die Person entsprechend einladen in die Diskussion. Und bitte traut euch hier das Wort zu ergreifen, denn das ist Teil der Lösung. Wir brauchen diesen kollektiven Ansatz, wo wir nicht nur dem Experten zuhören, der uns dann die Ratschläge gibt, sondern dass wir auch unseren Beitrag leisten. Das müssen wir tun. Deswegen meine Einladung an alle, hier einen aktiven Beitrag zu leisten. Und während wir jetzt alle die Ideen noch einmal sammeln und überlegen, wie wir das Ganze formulieren, möchte ich noch mal ganz kurz auf etwas zurückkommen, was gerade gesagt wurde, und eine Frage stellen. Was sind denn hier die ganz praktischen Ideen? Es gibt ja einige humanitäre Organisationen und ich habe mit einigen regelmäßigen Kontakt und Herr Aludat hat ja auch Funktionen in den Organisationen inne. Und ich wundere mich oft oder ich überlege mir oft, wie diese Ideen dann umgesetzt werden. Also es gibt einerseits diesen strukturellen Abbau oder eine Neueinschätzung der Strukturen. In der man auch den einzelnen Personen Raum geben muss, um sich zu engagieren. Sie sprachen ja auch von den Reformen, die benötigt werden. Was sind denn hier ganz praktische Vorschläge? Wie könnte man sich mehr in diesen neuen Formen engagieren? Also im Grunde denke ich, dass wir, oder dass ich zum Beispiel, obwohl ich seit 20 Jahren im englischen Kontext arbeite, immer noch Arabisch denke. Und da gibt es im arabischen Raum eben ganz klar die Unabhängigkeit als höchstes Prinzip für Entkolonisierung. Und bei den Kolonialkriegen geht es ja letztendlich und ging es letztendlich immer um die Unabhängigkeit. Unabhängigkeit, Emanzipation ist also nicht eine Antwort, die auf jede Frage passt. Diese eine Lösung gibt es nicht. Und wir dürfen die Fehler nicht nochmal machen, die von oben aufoktroyiert wurden, von anderen, die meinten, sie wüssten es besser. Was heißt das jetzt? Ich glaube, es muss kein schrittweiser Ansatz sein, sondern es muss ein kontextualer Einsatz sein. Was könnten wir also jetzt gleich tun, heute? Man könnte eine Art Einschätzungsmission umsetzen in Ländern, wo ein Outsider, jemand, der nicht vom Fach kommt, einen Beobachterstatus einnimmt und Kontakte knüpft, mit den EntscheidungsträgerInnen spricht. Aber natürlich ist das auch ganz praktisch mit Schwierigkeiten verbunden. Wie schafft man das dann? Aber es sollte ein Außenseiter sein. Per Definition ein Außenseiter, jemand, der von außen kommt, der dann diese Einschätzung betreibt und so quasi die Gesellschaft einschätzt durch sämtliche Sektionen. Nicht nur die Alten zum Beispiel. Und dann sagt diese Person, okay, das haben wir gefunden, darauf aufbauend, was müssen wir jetzt tun? Und welche Ressourcen haben wir? Was erwartet ihr von uns? Und dann auch wirklich das tun. Nicht die Dinge dann ignorieren, sondern genau das tun. Ich wurde oft mit gewissen Dingen konfrontiert, zum Beispiel auch mit Fragen. Ich arbeite ja mit Medizin, in der Medizin, und dann immer wieder die Frage, was können wir denn tun? Und manche Dinge kann man einfach nicht tun. Das muss man Leuten immer sagen. Was können wir tun, was können wir nicht tun?
dann gibt es immer große Wünsche und Erwartungen. Und da sieht man dann immer wieder diese herablassende Attitüde. Ja, das können wir aber nicht schaffen. Ja, so weit können wir nicht gehen. Aber was wäre jetzt, wenn wir als ehrliche Antwort geben können, das übersteigt unsere moralische Verpflichtung. Deswegen sind wir nicht hier. Das übersteigt das, was wir tun können. Und den Menschen wieder diese Entscheidungskraft in die Hand zu geben, heißt ja auch nicht, dass man moralisch predigend auftritt. Ich denke auch nicht, dass irgendwelche Firmen und Beratungsfirmen die Lösungen finden können. Eine farbige Person zu finden mit den geringsten Privilegien wird oft zu Rate gezogen, einfach nur, dass man dann sagen kann, ja, wir haben jetzt quasi diese minder privilegierte Person gefunden, wir können diese Box jetzt quasi ankreuzen, wir haben alles getan. Das ist oft auch nicht die Lösung. Da reden wir wieder vom Marketing. Da gibt es wiederum Leute, die sich damit die Zeit vertreiben. Das muss ja auch immer alles noch vermarktet werden innerhalb der Organisation. Ich brauche einen kritischen Blick auf jedem Level. Es gibt so viele Dinge, die wir machen können. Wir können über so viele Dinge sprechen. Aber ich sehe gerade, dass jemand etwas sagen möchte. Denise, wer möchte gerne etwas sagen? Ja, es gibt eine ganz mutige Person, die jetzt das Gespräch etwas breiter aufbauen möchte. Vielen Dank erstmal für die Ideen und den Input. Camilla wollte jetzt etwas sagen. Camilla, bitte. Camilla hat das Mikrofon noch nicht angemacht. Entschuldigt bitte. Vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Hat mir sehr gut gefallen. Man kann so viel lernen. Gibt es einen Punkt, der noch nicht so beleuchtet wurde? Aber ich denke, das ist eine interessante Frage. Mit der letzten Klimakonferenz kam bei mir die Frage auf, ob es vielleicht Potenzial gibt für die Entkolonisierung der humanitären Hilfe zusammen mit dieser verschärfenden Klimakrise. Gibt es hier vielleicht ein Verschieben der Mächte, also gerade mit den Ländern, die am meisten unter dem Klimawandel zu leiden haben? Und das sind ja, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, die von der Kolonisierung am meisten betroffen sind. Und dann gibt es die industrialisierten Länder, die dann das Geld geben für Reparaturen, für die Behebung gewisser Missstände. Deswegen meine Frage, haben Sie irgendwelche Möglichkeiten gesehen, Chancen bei dieser sich entfaltenden Krise? Können die Klimakonferenzen denn hier einen, wenn auch kleinen Schritt gehen in Richtung Dekolonisierung? Weil wir das ja zusammen angehen müssen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt klar ausgedrückt. Vielen Dank. Ja, danke schön, Camilla. Tamam, also ich kann hier viele Dinge zu sagen. Ja, dann bitte. Vielleicht noch ein Gedanke von mir zum Anfang, denn das tangiert auch meinen Forschungsbereich. Und auch wir gehen mit diesen Gedanken immer wieder um. Ich hatte das Gefühl, dass genau auch bei diesem Rahmenwerk von Schaden und Verlusten wir einen Weg bekommen hin zur Diskussion der Rechenschaftspflicht, Verantwortung. Ich möchte noch gar nicht von Reparaturzahlungen sprechen, sondern einfach nur von Verantwortlichkeiten. Und vielleicht der Verbindung zu kolonialen Vergangenheiten. Vielleicht können dann die Menschen verstehen, dass wenn ich ein Auto fahre oder meine Familie, meine Stadt, mein Land so viele Autos zur Verfügung hat, dann produziert das CO2-Emissionen in der Atmosphäre.
Und das schärft dann vielleicht den Blick, was das eigentlich für Gefahren beherbergt für Menschen in anderen Ländern. Naturkatastrophen, Brände, Stürme etc. Ich glaube, das können die Menschen einfacher akzeptieren, als zu sagen, naja, schaut doch mal, ihr seid Teil einer Nation, eines Staatensystems, das quasi darauf aufbaut, andere Menschen auszubeuten und so weiter. Ich denke, so ein Ansatz ist einfacher für die Menschen nachzuvollziehen. Ich denke, in der Theorie ist das natürlich ein guter Weg, aber ich denke, dass es immer noch Teile des Narrativs gibt, die fehlen und auch ganz praktische Dinge, die fehlen. Man sollte die vielleicht hochheben auf einen praktischeren Ansatz, pragmatischeren Ansatz, sodass jeder besteht, naja, das ist ja auch in meinem eigenen Interesse, dass wir was tun, sodass wir einfach alle unseren Beitrag leisten. Vielen Dank, Andrea. Das ist tatsächlich sehr interessant. Ich habe da ein paar Gedanken zu. Ich hatte ja erwähnt, dass ich es schwierig finde, dass die Hilfe scheinbar entpolitisiert ist. Wie gesagt, ist das ein Problem, das dazu führt, dass die Regierung über die Menschen legitimisiert und auch die Reaktion auf Notfälle und Konflikte ermöglicht, innerhalb eines größeren Aktionsrahmens, der irgendwie stattfindet. In einer Welt, in der der Aktivismus Formen annimmt, wie zum Beispiel Extinction Rebellion und Klimaaktivismus, wie die antirassistischen Bewegungen damals. Wir sehen uns davon abgespalten, weil wir etwas unternehmen, weil wir und das ist tatsächlich problematisch, denn es nimmt uns die Möglichkeit, mit anderen Überschneidungen zu finden und unsere Arbeit aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Selbst wenn wir uns mit den Auswirkungen des Klimawandels direkt beschäftigen, wie Hungersnöten, Konflikten und so weiter. Und viel mehr davon wird in der Zukunft noch stattfinden. Gleichzeitig sind wir nicht in der Lage, dies mit der Arbeit anderer zu verbinden. Es gibt ja also eine Art Trennung potenzieller Bruchteile des Antikapitalismus, wenn man das so nennen möchte. Wenn wir glauben, dass soziale Ungerechtigkeit, der Zusammenbruch des Klimas und viele andere Krisen, wenn wir all diese als Krisen des Kapitalismus ansehen. Die Entpolitisierung ist also ein Problem. Die andere Seite ist, dass es explizit eine politische Bewegung ist und nur der Weltpolitik dient. Denn wir bekommen die Erlaubnis, humanitäre Hilfe zu leisten. Wir warten auf Anweisungen, auf Spendengeber und so weiter. Die Alternative ist dann explizit politisch. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist ein grüner Humanitarismus, der sich nicht nur, wir haben uns ja bereits seit Jahren mit dem Klimawandel beschäftigt und die einzige Schlussfolgerung ist, dass wir unseren CO2-Fußabdruck reduzieren sollten. Wir sehen massenhaft Menschen, die unter den Konsequenzen leiden. Und vielleicht reicht es einfach nicht, wenn wir weniger fliegen. Das ist ein Punkt. Aber mein Einwand hier wäre, dass jede aktive Bewegung dass es aggressive Bewegungen, gewalttätige Bewegungen gibt, die in verschiedenen Formen auftreten. Es ist kein Zufall, dass die erste COP in Ägypten stattfand. Aber die COP27 war in Schottland.
Es fand nicht an Orten statt, wo die Menschen am meisten betroffen sind von der Klimakrise. Das spricht doch für sich. Die Menschen sprachen ganz deutlich, gut artikuliert, darüber nicht, was die Menschen wollten, sondern was wir wollen, was sie wollen. Und das ist eine kollektive Arbeit, die stattfinden muss. Wir müssen die Menschen zusammenbringen. Wir müssen ihnen eine Stimme geben. Ich glaube, wenn Reparationszahlungen gezahlt werden, dann müssen wir das auf der ganzen Welt tun. Sonst flicken wir immer nur Schäden mit unserer Kompensation. Es gibt ganz viele verschiedene Lösungen, aber nichts behält die Welt tatsächlich so, wie sie jetzt aktuell ist. Ich selbst habe nicht genug Informationen über dieses Kompensationsmodell, als dass ich jetzt da noch detailliert darauf eingehen könnte. Wir haben noch eine Frage hier und danach möchte ich vielleicht noch etwas mehr über Rechte und Gerechtigkeit sprechen. Vielleicht möchte sich dann noch jemand an dieser Diskussion beteiligen. Dann bereitet euch gerne darauf vor, euch hier mit einzubringen. Denise? Ja, wir haben jetzt eine sehr interessante Frage im Chat. Ich hoffe, dass die Software die Frage gut übersetzt hat. Da fragt jemand nach globaler Führung, nach Regeln und ethischen Regeln. Natürlich gibt es davon ganz viele. Und sie fragen, ob und wie die Community und lokale Visionen mit eingebunden werden können. Gibt es darüber eine Diskussion? Sollte es diese Diskussion geben? Und gibt es vielleicht die Möglichkeit, eine solche Diskussion zu führen? Ja, vielen Dank, Tamam. Oh ja, ich liebe dieses Thema. Ich sehe nicht die Gesichter der Leute, deswegen weiß ich gar nicht, wie sehr ich euch langweile. Bei der Ethik ist es so. Wir können sie nicht mehr aus der Diskussion herauslassen. Auch die strengste Anwendung der aktuellen Ethik basiert auf einem sehr engen epistemischen Weltbild. De Sousa Santos, ein portugiesischer Philosoph und ein argentinischer Kollege, haben ein Argument angebracht. Sie sagen, dass das Wissen, das wir heute haben, immer ein universelles ist. Der Grund dafür ist, dass wir, der koloniale Westen, es geschafft hat, alles andere Wissen zu töten. Die Versklavung, Sklaverei hat das Wissen in Afrika vernichtet. In Amerika ging es von Norden nach Süden. Die Inquisition hat das Wissen, das feministische Wissen vernichtet. Und was übrig bleibt, ist das Wissen, das exklusiv von alten weißen Männern aus 5 Ländern generiert wird. Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und die USA. Also 300 Jahre später diskutieren wir jetzt darüber, über das kategorische Imperativ von Kant. Das da besagt, dass es wichtiger ist, nicht zu lügen, als das Leben eines Freundes zu retten. Also das hat Auswirkungen auf unsere Ethik. Und ich denke, dass wir medizinisch und humanitärisch uns mit individueller Ethik beschäftigen, positiver Ethik, die individuell ist. Positiv meine ich im Vergleich zu negativ. Negativ bedeutet, dass man jemanden tötet und positiv bedeutet, dass Hilfe geleistet wird, dass die Kosten übernommen werden. Das ist aber immer noch individuell und extrinsisch. Und ich nenne all das Gerechtigkeitsethik. Und aus dem feministischen Bewegung
ging die Fürsorgeethik hervor. Das sind die weiblichen im Vergleich zu den männlichen Ethiken. Nein, so ist es nicht. Die meisten Bewegungen hier sind tatsächlich nicht feministisch. Der Imperativ ist nicht so wichtig, sondern der Zweck ist nicht so wichtig. Die Sorge, die Pflege anderer Menschen muss bewertet werden. Es gibt auch die Ethik, die nicht aus Westeuropa stammt. Die bezieht sich dann auf Gesellschaften und nicht auf die Individuen und die verleiht der Gesellschaft eine Handlungsmacht. Das kommt aus verschiedenen Blickwinkeln in der arabischen, in der chinesischen Tradition, die unter der Dominanz der Westlichen wiederum stehen. Und dies wird untersucht und diskutiert. Und ich glaube, dass hier viel unternommen werden kann. Das Problem ist allerdings ebenso wie bei den Menschenrechten, dass es individualistisch ist und kein gemeinschaftliches. Das bedeutet, dass die Menschen, die den ethischen Humanitarismus verfechten, in einer Zwickmühle stecken. Denn sie werden in Frage gestellt von ihren Gegnern. Sie können auch nicht einfach blind verteidigt werden. Wir brauchen eine sehr viel größere und viel kollektivere Aktivismus für eine Ethik, die nicht universal ist, aber auch nicht komplett relativistisch. Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei dem Gedanken und sehen uns dann ein paar weitere Fragen an, die gestellt wurden. Ich frage mich manchmal, ob der Humanitarismus und humanitäre Aktivisten alle Möglichkeiten nutzen, die das Völkerrecht zur Verfügung stellt, um Menschen und Individuen und auch Kollektive zur Verfügung stellt. Wir sprachen über Loss and Damage, über den Klimawandel, und im Völkerrecht ist doch das No-Harm-Prinzip festgeschrieben, das sehr eindeutig sagt, dass kein Nationalstaat das Recht hat, ihre eigenen Ressourcen auszubeuten, um damit anderen Nationalstaaten Schaden zuzufügen. Das ist auch ein Diskurs im Humanitarismus. Das Gleiche gilt für Loss and Damage und für die Verantwortlichkeiten in der Klimakrise. Die Frage der Ethik und des Ethos ist ja auch, du bist eben etwas um diesen Humanitarismus etwas herumgegangen, du hast es implizit gesagt, der Humanitarismus hat eine Art Verhaltenskodex, und ich habe das Gefühl, dass du das so implizit mit einbezogen hast, indem du gesagt hast, das ist dieser Gedanke der westlichen Welt, der da besagt, dass der Humanitarismus in diesem Sektor so sein sollte. Und wenn das nicht stimmt, was ist dann der richtige Weg? Was ist der Prozess, ein gemeinsames Verständnis zu finden und vielleicht eine Neubewertung, sodass diese Prinzipien für den Moment beiseite gelegt werden und wir dann gemeinsam darüber entscheiden, ja, was eine andere Ethik, andere Prinzipien sein könnten. Ja, ich möchte das nicht allzu generalistisch beantworten. Ich glaube nicht, dass die humanitären Prinzipien komplett falsch sind oder dass sie aufgebrochen werden müssten. Ich glaube, in der Realität wurden sie 1964 vom Roten Kreuz geschrieben und nur 4 der 7 wurden 1991 in der Generalversammlung angenommen. Da geht es um die Unabhängigkeit, um die Neutralität unter anderem. Die Neutralität ist
ist gut so. Naja, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Das Problem ist weit anerkannt, dass es diese betrieblichen, operativen Prinzipien gibt. Und sie haben also eigentlich gar keinen Wert. Die Unparteilichkeit ist immer noch Teil des humanitärischen Systems und des Ethos. Wir sprechen die Menschen nicht auf irgendeine Art und Weise an, sondern die einzige Art und Weise, wie wir sie ansprechen, ist, weil sie Hilfe brauchen. Ich glaube, das etwas hin verschieben zu einem Humanitarismus für die Menschen, die die Hilfe bekommen, nicht diejenigen, die die Hilfe geben. 1997 wurden diese Prinzipien wiederholt. Wenn man sich das heute ansieht, ist es ganz interessant zu sehen, wie sie beschrieben wurden. Ich glaube, dass diese Prinzipien und diese humanitäre Charta Teil des Prozesses sind. Aber sie sind nicht die Bibel. Wir dürfen sie nicht als heilige Schrift verwenden. Sie sollten kritisch hinterfragt werden und die Erklärungen sollten ausgeweitet werden. Die Charta der MSF wurde in der Geschichte mehrfach verändert und es wird auch wieder passieren. Die Charta von UNICEF 1971 wurde aufgestellt und das betrifft aber nicht das Recht der Menschen auf Hilfe. Es gibt also hier eine Entwicklung, einen Fortschritt. Das Problem, das ich mit dem humanitären Sektor habe, ist, dass es so sehr übermanaged ist. Wenn wir hier eine Entwicklung haben, dann wird immer ein Komitee aufgestellt und dann gibt es ein Steuerungskomitee und weitere Komitees, die daran beteiligt sind und Ausschüsse. Und es gibt einen Witz, der besagt, dass der Esel ein Pferd ist, das von einem Ausschuss geschaffen wurde. Wir brauchen einen gemeinsamen Nenner. Und das ist gar nicht evolutionär, auch nicht revolutionär. Die Geschichte sollte anerkannt werden, auch die Fehler in der Geschichte, aber immer im temporären und also im zeitlichen und geografischen Kontext. Aber wir sollten die Möglichkeit einräumen, auch die Geschichte zu verändern für die Zukunft. Und zwar mit allem Respekt gegenüber dem, was bereits passiert ist. Vielen Dank, Tamam. Ich glaube, wir haben jetzt noch drei Fragen. Vielleicht können wir diese Leute alle einmal einladen, zu uns zu sprechen. Da würde ich mich sehr freuen. Ja, zwei Fragen sind mir zugeschickt worden während der letzten Frage. Die stehen im Chat. Soll ich die einmal vorlesen, eine nach der anderen? Gib uns gleich beide. Okay. Also Uta wollte zurückgehen auf den Widerspruch, den wir überhaupt in dem ganzen Konzept finden auf diesem Feld. Und ist nicht einfach schon die Tatsache, dass wir jemandem Hilfe an die Hand geben, ein solcher Widerspruch? Was ist mit partizipativen Ansätzen? Und macht das Konzept, wie wir es jetzt haben, die Struktur, das Ganze nicht noch schlimmer? Oder ist das ein Weg raus aus dieser Problematik? Und die andere Frage, was wird denn im Grunde lokal erbeten? Welche Hilfe braucht man lokal? Gibt es denn auch hier schon Ansätze? Und welche Ansätze gibt es, um die lokalen Problematiken, Bedürfnisse besser zu verstehen? Und gibt es hier eine moralische Grundlage, auf die man sich verständigen kann? Okay, jetzt erstmal Utas Frage. Es geht um diese Tatkraft, Entscheidungsfähigkeit. Das geben wir den Menschen an die Hand, allein das ist schon ein Widerspruch.
Das Problem damit hat viele Schichten. Erstmal denken wir geben den Menschen wieder die Entscheidungskraft in die Hand, aber genau das machen wir nicht. Wir nehmen ihnen das weg. Das ist schon mal das grundlegende Problem. Und wir reden immer über Communities, Gruppen in Ländern, aber die Länder an sich sind schon so vielschichtig. Wir reden jetzt mit einer Person, die Bier mag oder der das deutsche Essen gefällt. Das heißt ja nicht, dass die ganze Region deutsches Bier mag. Also da gibt es ganz klar eine Unterscheidung. Ein Land besteht aus Regionen, Regionen besteht aus Städten. Und so reden wir trotzdem immer über Afrika, als wäre das ein Land. Dabei ist Afrika ein Kontinent mit vielen verschiedenen Ländern und Regionen. Also wir geben weder die Identität zurück, noch die Handlungsfähigkeit zurück. Wir haben historisch gesehen das Gegenteil. Wir nehmen ihnen das weg. Identität und Handlungsfähigkeit. Das heißt jetzt nicht, dass das immer eine böse Absicht ist. Nicht immer. Aber wenn man Berichte verfasst auf Englisch, dann braucht man natürlich auch Feedback auf Englisch. Allein das ist schon unnatürlich. Man will Excel-Tabellen, man will irgendwelche Finanzzahlen, Wirtschaftszahlen haben. Aber allein das gab es ja in Europa vor einigen Jahren schon nicht, dieses Konzept von solchen Wirtschaftsfaktoren. Jetzt wollen wir das haben von verschiedenen Regionen und Ländern. Das geht ja auch wieder zurück zur Diskussion der Handlungsfähigkeit. Wir wollen immer etwas, was in unser Konzept passt. Und wenn wir darüber sprechen, diese Machtstrukturen aufzulösen, dann müssen wir auch den Menschen die Möglichkeit geben, eine Wahl zu haben. Genau darum geht es, um eine Wahl. Zwei Dinge. Es gibt viele Philosophen, ein Philosoph sprach von dem nächsten Schritt nach Biopolitik. Die Regierung der menschlichen Körper ist ein Teil der Biopolitik. Man hat immer das Bedürfnis, die Menschen in einen Kontext zu packen, mit dem man dann umgehen kann. Dann gibt es auch eine Psychopolitik, das ist eine andere These. Das sind die Erwartungen an uns selber, unsere Entwicklung, unsere Errungenschaften bei der Arbeit zum Beispiel. Und das dominiert einen nicht selber, sondern das, das einen dominiert, kommt von einem selber. Und solche Dynamiken sehen wir auch bei der humanitären Hilfe. Wir meinen das ja auch gut. Trotzdem hat das sehr viele komplexe Schichten. Und oft ist es so, dass die Nichtregierungsorganisation irgendwo in der Mitte ist und davon ausgehend kommen dann die strahlenden Entwicklungshilfe. Ich hoffe, dass ich mich irgendwie halbwegs verständlich ausdrücken konnte. Ja, ich denke, wir haben auf alle Fälle viele neue Ideen bekommen. Und das zeigt doch auch, dass man die Dinge vielleicht nochmal neu angehen sollte und ja, neue Gedanken wagen sollte. Ich möchte noch einmal alle dazu einladen, wirklich auch einen aktiven Beitrag zu leisten, sodass wir eben nicht nur diese eine Dimension, eine Richtung haben. Es ist wirklich eine sogenannte Fishbowl-Diskussion, wo wirklich jeder mitmachen kann und mitmachen soll. Ein solidarischer Ansatz, wo jeder diskutieren kann. Deswegen nochmal die Einladung von mir an alle. Es gab die Frage, auf die Denise schon zu sprechen kam. Da ging es um die lokalen Ansätze. Wie kann man die Bedürfnisse der Menschen vor Ort besser einschätzen? Wie kann man sicherstellen, dass man sich in diesem lokalen Kontext bewegt? Und das führt mich zu einem Gedanken, nämlich etwas, was ich heute auch gerne besprechen würde. Da geht es um die Idee, was denn jetzt wirklich die Lösung sein könnte für humanitäre Entwicklung, humanitäre Hilfe. Welche Hilfssysteme brauchen wir eigentlich im Zentrum?
brauchen wir vielleicht viel mehr Schwerpunkt auf die Gemeinden an sich, also Hilfe zur Selbsthilfe, sodass ja, diese Communities, diese Gruppen sich selbst helfen können, sodass sie die eigenen Probleme lösen können. Natürlich gibt es noch den großen überbordenden Widerspruch vor dem Hintergrund von Kapitalismus, wo es immer wieder heißt, dass die eigentlich profitieren, die eh schon in der Macht sind. Aber wir brauchen vielleicht mehr Schwerpunkt auf die Communities, auf die Gruppen. Das ist vielleicht ein Aspekt des humanitären Sektors, der mehr in den Vordergrund gerückt werden sollte. Und dann könnte man Lösungen finden. Also gegenseitige Hilfe. Ist das vielleicht der nächste evolutionäre Schritt nach diesem bereits bestehenden humanitären System? Ich möchte mal zurück auf die Frage von Boris. Da wurde angesprochen, dass es vielleicht ein Problem gibt, wenn eine Community nicht moralische Bedürfnisse anspricht. Natürlich, das ist ein Problem. Das haben wir auch bei FDM. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit hergeholt ist, aber da gibt es viele Forscher, die das nicht tun. Also die Beschneidung der weiblichen Geschlechtsorgane, um das geht es jetzt. Und da geht es auch nicht darum, dass es nur Männer sind, die das den Frauen antun. So einfach ist es oft nicht. Wie stehen wir dazu? Während der Pandemie hatten wir viele Gruppen auch in westlichen Ländern, die sich nicht impfen lassen wollten, als Beispiel. Da gibt es ganz verschiedene Gründe dafür. Aber egal, das geht es jetzt hier nicht. Es gibt dann Potenzial, dass wenn man das mit der Impfung jetzt nicht macht, dann fügt man anderen Schaden zu. Aber das Narrativ dazu war eben, dass man immoralisch agieren würde. Aber das haben sie nicht getan. Sie haben das nicht so entschieden, also sie nicht impfen zu lassen, weil sie nicht moralisch waren. Aber das war eben so ein Bild, was gezeichnet wurde während der Pandemie. Und da gab es eben die Frage, wie man vielleicht besser zu einem Anfangspunkt kommen könnte, der auch wichtig sein könnte für die Außenseite mit einem neutraleren Blick. Aber oft ist es so, dass der Außenseiter gar nichts zu sagen hat. In einer idealen Welt. Naja, also ich denke jetzt an Dinge und mache das immer aus meiner Rolle als Arzt heraus. Ich als Individuum. Habe ich jetzt das Recht, mich irgendwo hinzusetzen und den anderen vorzusagen, dass sie jetzt überhaupt einen Kompromiss finden sollen und dann auch noch, was dieser Kompromiss sein soll? Habe ich das Recht? Man könnte sagen, okay, ich gebe jetzt überhaupt kein Geld, bevor wir nicht mal zusammenkommen und über die Bedürfnisse sprechen. Das ist absurd. Das ist genauso absurd, wenn wir jetzt das Ganze mit einer Community tun wollen. Aber ich könnte dem Nachbarn zum Beispiel eine Garage bauen möchte, helfen, indem ich ihm meine Instrumente, meine Werkzeuge ausleihe. Ich könnte das sogar als meine moralische Verpflichtung als Nachbar sehen oder sogar meine moralische Verpflichtung als Individuum. So könnte ich dem Nachbar helfen, weil seine Garage überflutet wurde zum Beispiel. Und in der Hoffnung, dass wenn meine Garage überflutet wird, der Nachbar kommt und mir hilft. Das ist so diese Schuld, die eine Gesellschaft einer anderen Gesellschaft gegenüber hat. Das sind wir den anderen schuldig als Menschen. Ja, da geht es dann um das Überleben innerhalb der Gesellschaft. Aber da haben wir ein Problem. Peter Singer würde hier sagen, dass es keinen wertlichen Unterschied macht, ob man dem Nachbar hilft oder einem Land irgendwo anders, moralisch gesehen jetzt.
Wir tun das, wir helfen den Ländern, weil wir uns als globale Gemeinschaft anstellen. Das sagen wir immer, wir sehen uns aber nicht wirklich als globale Community. Ich meine, wieder zurück zu Covid. Die westlichen Länder hatten die ganzen Vakzine. Die konnten sich impfen lassen. Andere Länder haben keinen Zugang zu diesen Massen an Impfstoffen bekommen. Da sind die Alten gestorben. Inwieweit haben wir jetzt geholfen? Da gibt es auch andere ganz faszinierende Philosophen. Da gibt es ein Buch über die Postkolonie. Und ein paar Seiten waren wirklich hart zu verdauen. Wir reden über die Entmenschlichung der Praktiken. Wenn wir entmenschlichen, dann ist das die Praxis, Menschen eigentlich auf ein Niveau eines Tieres zu stellen. Das passiert immer wieder. Und dann sagen andere, ja, aber man kann ja auch für Tiere eine gewisse Zuneigung fühlen. Wo ist das Problem? Ich sage jetzt nicht, dass genau das passiert ist. Ich sage nur, es ist immer wieder schwer zu verdauen, wenn die internationale Community über gleiche Rechte, gleichen Zugang spricht, aber im letzten Ende andere immer als Geisel gehalten werden. Und das geht zurück auf die Wurzeln des Kolonialismus. All der Tod und das Leid und Übel kommt daher. Egal, welche Fortschritte in der internationalen Community erzielt wurden, gewisse Dinge funktionieren auch ganz wunderbar, wie Ärzte ohne Grenzen. Aber wir müssen uns immer fragen, wem helfen wir, wem schaden wir im Endeffekt? Vielen Dank. Danke auch für das schöne Bild mit der Garage und wie wir dann den Nachbarn helfen. Das waren schöne Fenster der Möglichkeiten, Gedankenfenster, die wir jetzt öffnen konnten. Ich glaube, zwei Teilnehmende wollten jetzt etwas sagen in unserer Fishbowl-Runde. Genau. Die erste ist Lian. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier meinen Beitrag leisten zu dürfen. Ich möchte nochmal auf das, was Taman gesagt hat, zurückkommen. Macht das aber ich werde auf Deutsch weitersprechen. Ich möchte noch etwas hinzufügen zu dem, was vorhin besprochen wurde. Oh, Ton ist weg. In dem Zusammenhang, dass auch die Gesellschaft selbst ihre eigene Macht besitzt. Auch wenn wir soziale Konflikte erleben, wie in unserem Land häufig passiert, auch im Zusammenhang mit Naturkatastrophen. Und Hilfe und humanitäre Hilfe, die wir bekommen, die größte, die wir erhalten haben, vor allem im Zusammenhang mit der Tsunami-Katastrophe. Und in diesem Zusammenhang gab es viele Hilfen und viele Organisationen, die unser Land besucht haben. In diesem Zusammenhang sehr viel haben wir da erfahren. Und ich möchte fragen, ausgehend davon, wenn wir diese Hilfen sehen aus der Sicht, aus unserer Sicht als Indonesier, die Position derjenigen, die die Hilfe empfangen, im Vergleich zu denen, die die Hilfe geben. Dann häufig gibt es da Widersprüche und das steht in keinem Gleichgewicht. Und als wenn es eben einen gewissen Druck gibt, einen gewissen Standard dabei zu folgen. Die Gesellschaft, die eben vor Ort ist und in der Zusammenarbeit mit denen, die Hilfe geben. Und das Geben von Hilfen, zum Beispiel, was wir erlebt haben dort, wo ich lebe, und es führte nicht nur dazu, dass es die regionale Kultur verändert hat. Und es gab eben Abhängigkeiten.
Und wie Sie schon erklärt haben, das heißt, die hilfegebenden Organisationen haben uns nicht betrachtet als Gesellschaft und was wirklich vor Ort ist, welche Kultur und welche Gegebenheiten wir haben. Es gibt einige Punkte. Dann, wir haben bemerkt, dass es zu einem gewissen Business sich entwickelt hat, diese humanitären Hilfen. Das heißt, es wurden überhaupt nicht mehr die lokalen Kulturen von uns beachtet. Und es wurde eben nicht wirklich beachtet, was wirklich nötig ist, damit die Gesellschaft selbst bewegt wird, eben ihre Probleme selbst in die Hand zu nehmen und Probleme zu lösen. Und ja, wir müssen eben uns überlegen, was wir tun können, um dieses System zu dekolonisieren. Und man muss nicht zunächst, wenn ein Geschehen sich ergeben hat, man muss sehen, man muss lernen, gemeinsam lernen. Man muss lernen und sehen, welche Lebensweisen und Aktionsweisen es vor Ort gibt. Weil, sodass diejenigen, die Hilfe bereiten, müssen zunächst erstmal studieren und sich genau ansehen, was vor Ort wirklich vor sich geht und wo sind die lokalen Stärken auch. Und was ist möglich, um eben die lokalen Strukturen und Stärken zu stützen? Indonesien und auch in meiner eigenen Region. Und ein Schlüsselwort, was für unsere Gesellschaft sehr wichtig ist, ist die gegenseitige Hilfe. Und es muss eben man muss sich gegenseitig helfen, nicht eine Seite der anderen Seite. Und dafür gibt es im Indonesischen einen wichtigen Begriff, der nennt sich Gotong Royong. Das ist die gegenseitige Hilfe innerhalb einer Gesellschaft. Das heißt, man hilft sich gegenseitig. Und in diesem Zusammenhang das heißt, man sieht den anderen nicht nur als Opfer einer Katastrophe oder einer Situation, sondern als jemand, der in der Lage ist, etwas selbst zu tun, nicht unterdrückt ist. Das heißt, man muss in der Lage sein, sich gegenseitig zu helfen und gegenseitig die Positionen zu bewerten und zu verstehen. Zum Beispiel, wenn ein Erdbeben geschieht, was ja häufig in Indonesien der Fall ist. Und in so einem Fall erhalten wir sehr viele ausländische Hilfe von verschiedenen Organisationen. Das heißt, es führt dazu, dass die Leute vor Ort dann nur noch die Hand aufhalten. Das heißt, man muss so etwas wie eine gemeinsame Küche eröffnen mit der Gesellschaft, damit man gemeinsam etwas entwickelt. Dann, damit man auch überlegt, was kann aus dem eigenen Garten geerntet werden und entwickelt werden. Das heißt, die Position derjenigen, die Hilfe empfangen, muss gestärkt werden. Wenn man etwas dazu beitragen will für Menschen, die Hilfe benötigen, man muss eben auch Teilhabe ermöglichen in diesem Zusammenhang. Thank you so much, Leanne, for putting your question and vielen your, Dank, Leanne, für die Frage und das Kommentar. Das bereichert unsere Diskussion sehr. Und bevor Tamam darauf eingeht, möchte ich gerne auch noch Emma mit einladen, ihre Position mit uns zu teilen.
Dann können wir alle hier noch mit Kamerabild eingeschaltet bleiben. Also dann überziehen wir einfach um 10 Minuten und ich denke, dann schaffen wir auch alles ganz gut in der Zeit. Emma? Ja, hallo, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Meine Frage hat nichts zu tun mit der Frage, die gerade gestellt wurde. Ich glaube, die Frage, die gerade gestellt wurde, war allerdings viel wichtiger als das, was ich fragen möchte. Ich habe ein viel praktischeres Anliegen. Als ich ein Praktikum in einer NGO gemacht habe, fiel mir auf, dass es eine große Sprachbarriere gibt zwischen den Menschen vor Ort, den Arbeitern vor Ort und dann den Menschen, die aus den USA in das Land kamen. Und im Kontext der Dekolonisierung der Entwicklungshilfe oder der Hilfe ist es vielleicht eine wichtige Frage, wie man diese Sprachbarriere überwinden kann. Ja, vielen Dank. Tamam. 5 Minuten? Ja, gut, ich versuche das so schnell wie möglich zu beantworten. Lian hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Vielen Dank dafür. Ich hatte das Privileg, auch mit indonesischen Kollegen in Aceh nach dem Tsunami zusammenzuarbeiten. Und das war eine sehr erleuchtende und auch sehr hartes Erlebnis, weil, nun ja, ich möchte ein paar Beispiele geben. Ein Thema war, dass ich an einer Siedlung war, wo das ungefähr ein Jahr nachdem der Tsunami stattgefunden hatte und wir waren in einer alten Schule und es gab da humanitäre Hilfe, aber es gab in dieser Schule zum Beispiel keine Toiletten. Deswegen nutzten die Menschen sogenannte fliegende Toiletten. Das bedeutet, sie nutzten Plastiktüten und warfen sie über die Mauer. Dort lag ein Berg von Plastiktüten voller Fäkalien. Und wir haben uns gefragt, warum zum Teufel werden hier nicht einfach Toiletten aufgebaut? Und die Antwort war, nun, wir wollen nicht, dass die Leute sich hier niederlassen. Wir wollen, dass sie in ihre Herkunftsorte zurückkehren. Und wir mussten ganz viel fragen, um etwas herauszufinden, was für die Leute in der Gesellschaft offensichtlich war. Der Tsunami hat die Geografie des Landes verändert. Ich komme aus einem Ort in Südsyrien. Dort ist das Land wichtiger als das Leben. Aber hier hat sich das Land verändert. Die Menschen konnten nicht zurückgehen. Es gab das Problem, dass sie nicht mehr erkennen konnten, wem welches Land gehörten. Es wurde also von uns gemeinsam, also nicht wir als Organisation, aber das Kollektiv im humanitärischen Sektor hat sie gezwungen, zurückzukehren, indem sie ihnen keine Sanitäranlagen zur Verfügung stellten. Und sie zwangen sie in ein Land zurück, das sie nicht wieder aufteilen konnten. Das ist Zwang. Das ist eine Art des Kolonialismus. Also, Lian, ich wünschte, wir würden aufhören, solche Mist zu machen, bevor wir über die Partizipation, über die Zusammenarbeit sprechen. Wir sind nicht fähig, die Wünsche der Menschen zu verstehen. Die Menschen handeln ja so, nun ja, sie sind ja sehr intelligent. Sie brauchen keine humanitären Organisationen, um den Leuten zu erzählen, wie viel sie brauchen. Die humanitären Organisationen können diese Hilfe liefern und das ist wunderbar, aber das ist eine Form des Paternalismus. Und diese Mentalität, dass wir alles besser wissen, muss abgeschafft werden. Meine Position ist folgende. Wir tun immer das, was die Leute uns sagen. Innerhalb der gegebenen Grenzen. Natürlich haben wir eine gewisse Expertise. Wir müssen den Menschen das geben, was sie brauchen und ihnen nicht etwas aufzwingen. Und das bringt mich zu Emmas Frage, die sich auf die Sprache bezog. Ich gebe hier ein Beispiel. Viele der Hilfsorganisationen sind französischsprachig. Wenn man heutzutage im Hilfsbereich arbeitet,
und nach Westafrika geht, dann muss man Französisch sprechen. Es gibt gar keine Alternative. Wenn man in den Nahen Osten geht, dann muss man Arabisch sprechen können. Muss man nicht. Es reicht, wenn man Inshallah sagen kann. Als die Pandemie begann, wollte ich ein Sabbatjahr nehmen und einer Organisation beitreten, die in meinem Land, in Syrien, arbeitet. Und ich wollte von der Schweiz aus helfen, aber es hieß nein. Aber mein Französisch würde nicht ausreichen. Ich konnte hier nicht helfen. Und das sagte ein Mensch zu mir, der in meinem Land, in Syrien, gearbeitet hat, ohne ein Wort Arabisch zu sprechen. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, was hier für Diskrepanzen in der Wahrnehmung gibt. Die Person meinte das nicht böse, aber der Gedanke ist, dass wir alle darauf konditioniert sind, wir alle Hautfarben, egal wo wir herkommen, wir sind darauf konditioniert, die Vorurteile des Systems uns anzunehmen. Die Partizipation hängt ganz stark davon ab, wie wir uns verhalten, in diesen ganz kleinen Nuancen. Wenn wir uns die traditionellen Heilungspraktiken ansehen, und da gibt es ganz viel, das wir uns ansehen könnten. Ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit, das alles detailliert zu besprechen. Vielen Dank, Tamam. Dann würde ich gerne die Möglichkeit nutzen und noch einmal zusammenfassen, ein kleines Schlussstatement abgeben. Tamam, du könntest vielleicht die Zeit nutzen, um das Gleiche für dich zu tun und noch einmal darüber nachzudenken, ob du noch eine Abschlussbemerkung machen möchtest. Und da ich hier die Moderatorin bin, möchte ich gerne noch einen weiteren Punkt anführen, zusätzlich zu dem, was wir in der Fishbowl bereits besprochen haben. Und zwar bezieht sich das auf den Gedanken, dass humanitärische Hilfsarbeiter den Kontext kennenlernen müssen, dass ihnen dieser Kontext klar sein muss. Und dass das bezieht natürlich auch die Sprache mit ein. Aber ich möchte gerne sagen, dass es nur eine Seite der Medaille ist. Die andere Seite ist, dass humanitäre HilfsarbeiterInnen sehr viel besser auch ein Bewusstsein über ihr eigenes System haben sollten und über die Schwachstellen des Systems, aus dem sie kommen. Das ist auch sehr wichtig, um die Reaktionen zu verstehen, die man zum Beispiel erhält von den Menschen, die nicht an Impfkampagnen teilnehmen wollen. Menschen in Haiti, die keine Cholera-Behandlung bekommen wollen, aufgrund der Rolle der internationalen Gesellschaft, die auch Schaden in die Gemeinschaft vor Ort bringen. Also diese Perspektive würde ich gerne noch etwas ausweiten, sodass wir nicht nur die anthropologische Linse anwenden, wenn wir uns die andere ansehen, sondern dass wir diese anthropologische Linse auch einmal umdrehen und uns selbst dadurch ansehen. Denn nur so können wir ein gemeinsames Verständnis schaffen mit den Gemeinschaften, denen die humanitäre Hilfe zukommen soll. Und einer der lateinamerikanischen Denker, die ich bereits erwähnte, schrieb, über den Punkt Null. Ich glaube, dass humanitäre HelferInnen sehr gut darin sind, sich selbst als unbeschriebenes Blatt zu betrachten und ihre eigenen Hintergründe, ihre eigenen Geschichten haben in den Jahren 2012, 2022 in verschiedenen Kontexten nichts damit zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in der humanitären Hilfe verbessern sollten. Wir sollten unsere eigenen Strukturen, unsere eigene Geschichte sehr viel mehr mit einbeziehen in diese Beziehungen. Bevor ich nun an dich übergebe, Tamam, für ein
Für einen Abschluss möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen für eure Gedanken, für eure Inspirationen, Ideen, Gedanken und Kommentare. Ich möchte mich auch bei den OrganisatorInnen bedanken für die Einladung, für die Möglichkeit, hier zu sprechen und auch, dass Tamam hier diese Plattform bekommen hat. Dann möchte ich gerne noch kurz auf die nächste Session verweisen, die am 26. Februar stattfinden wird. Der Titel ist Fenster einschlagen, Hilfe jenseits der Nord-Süd-Achse überdenken. Und das wird sicherlich auch eine gute Weiterführung von einigen Themen, die wir bereits besprochen haben. Und ich hoffe, dass wir uns dann da wiedersehen und dann weiter miteinander diskutieren können. Und nun noch einmal, Tamam. Ja, vielen Dank. Ich fasse mich ganz kurz. Ich glaube, dass wir unsere Selbstsicht neu überdenken müssen. Was sind wir und was tun wir? Natürlich versuchen wir, Menschenleben zu retten. Das Leben von Menschen, die in Notsituationen sind. Und wenn wir das mit Menschen im Nachbarort machen können, dann ist das eine gute Sache. Wenn wir das aber transnational machen, innerhalb eines transnationalen Hilfssystems, dann müssen wir hier eine weitere Schicht mit einbeziehen, und zwar eine ganz politische. Wir könnten die sogenannte linke Hand des Staates sein. Wir könnten das Überleben eines dominanten Systems auferzwingen. Oder wir könnten es unterwandern, indem wir unser eigenes System mit einbeziehen, dass wir und auch die Schwachstellen unserer eigenen Systeme. Und zuletzt möchte ich noch sagen, dass mir bewusst ist, dass diese Diskussion immer wieder geführt wird. Und ich werde häufig gefragt, ob wir die Diskussion überhaupt noch führen sollten. Aber meine Antwort ist, wenn wir es nicht tun, dann werden es die Menschen übernehmen, denen es egal ist. Wir alle befinden uns in schwierigen Situationen, ganz egal, wo auf der Welt wir sind. Wir sind nicht in Hollywood. Wir brauchen keine Propheten, wir brauchen keine Märtyrer, wir brauchen gemeinsame Aktionen. Und dafür sollten wir zusammenfinden, dafür sollten wir gemeinsam handeln. Und das ist diese Zusammenarbeit, die Andrea bereits genannt hat. Noch einmal ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Vielen Dank auch an alle anderen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.